Klein a ist das Dreieck EFG rechtwinklig. Klein b, welchen Winkel bilden die Dachflächen ABC und EFG? Klein c, liegt der Punkt C auf der Geraden FG? Um diese Fragen zu beantworten, wählen wir zuerst ein orthonormiertes Bezugssystem des Raumes, zum Beispiel dieses da, in dem die Längeneinheit 1 Meter ist, weil diese Maße in Meter angegeben werden. In diesem orthonormierten Bezugssystem bestimmen wir jetzt die Koordinate der Punkte A, B, C, E, F und G. Die Koordinate vom Punkt A, das ist 0, 10, wegen dieser 10, und 3, wegen dieser 3. Der Punkt A hat also als Koordinate 0, 10, 3. Schauen wir für den Punkt F. Die Abszisse von F, das ist minus 5. Die Ordinate von F, das ist 10 minus 2,5, also 7,5. Und das Lot von F, das ist diese 3 plus diese 3, also 6. So bestimmen wir die Koordinaten dieser 6 Punkte. Um zu zeigen, dass das Dreieck EFG rechtwinklig ist, werden wir zeigen, dass der Winkel FEG ein rechter Winkel ist. Und dazu brauchen wir einfach nur zu beweisen, dass das Skalarprodukt der beiden Vektoren E, F und EG 0 ergibt. Die Koordinate vom Vektor EF, das ist die Koordinate vom Punkt F minus die Koordinate vom Punkt E. Also minus 5 minus minus 5, das macht 0. 7,5 minus 10, das macht minus 2,5. Und 6 minus 6, das macht 0. Die Koordinate vom Vektor EG, das ist die Koordinate von G minus die Koordinate von E. Also 2, 0, minus 3. Um dieses Skalarprodukt zu rechnen, rechnen wir einfach Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot, weil unser Bezugssystem orthonormiert ist. Dieses Skalarprodukt ergibt also 0 plus 0 plus 0, also 0. Vektor EF Skalar Vektor EG ergibt 0 und daraus schließen wir, dass der Winkel FEG ein rechter Winkel ist. Der Winkel, der gebildet wird durch diese große Dachfläche ABC und diese kleine Dachfläche EFG, das ist der Winkel, der gebildet wird durch zwei jeweilige Normalvektoren zu diesen zwei Ebenen. Also suchen wir zuerst solche Normalvektoren. Beginnen wir mit der Ebene ABC. Wir schreiben zuerst ihre kartesische Gleichung. Diese kartesische Gleichung, das ist, diese Determinante ist gleich 0. Die erste Spalte der Determinanten wird gebildet durch Koordinate eines beliebigen Punktes der Ebene, also x, y, z, minus die Koordinate von einem beliebigen Punkt der Ebene, ich habe hier den Punkt A gewählt, mit Koordinate 0, 10, 3. 0, 10, 3. Die zweite Spalte ist die Koordinate eines Richtungsvektors der Ebene. Ich habe hier den Vektor AB gewählt, dessen Koordinate die von B minus die von A ist. Also minus 10 minus 0, das macht minus 10. 10 minus 10 macht 0 und 3 minus 3 macht auch 0. Die dritte Spalte ist gebildet durch die Koordinate eines zweiten Richtungsvektors der Ebene ABC, der aber nicht kollinear mit diesem da ist. Dazu habe ich den Vektor AC gewählt, dessen Koordinate die von C minus die von A ist, also minus 10, minus 5, 6. Jetzt berechnen wir diese Determinante zum Beispiel anhand der Minore der zweiten Spalte. Das ergibt dann sehr schnell 6y
plus 5z minus 75 gleich 0. Die Vorzahlen von x, y und z in dieser Gleichung bilden die Koordinate eines Normalvektors zur Ebene ABC. Wir lesen 0 mal x plus 6 mal y plus 5 mal z. Daher diese Koordinate 0, 6, 5. Jetzt machen wir genau dasselbe mit der zweiten Ebene FEG. Diese Ebene hat diese kartesische Gleichung, diese Determinante ist gleich 0, sie wird gebildet genau wie diese und diese Determinante ergibt 3x plus 2z plus 3. Daher diese kartesische Gleichung der Ebene EFG und somit haben wir auch sofort die Koordinate von einem Normalvektor zu dieser Ebene EFG. Seine Koordinate ist 3, 0, wir lesen hier plus 0 mal y und 2. Da wir jetzt diese Koordinaten von jeweiligen Normalvektoren zu den zwei Ebenen haben, können wir den Winkel berechnen durch Cosinus des Winkels, das ist das Skalarprodukt dieser zwei Normalvektoren, geteilt durch das Produkt ihrer Normen. Das Skalarprodukt ergibt 0 mal 3 plus 6 mal 0 plus 5 mal 2, also 10. Und die Normen sind hier die Quadratwurzel von 0 im Quadrat plus 6 im Quadrat plus 5 im Quadrat, also die Quadratwurzel von 61. Und für den zweiten Vektor ist die Norm die Quadratwurzel von 3 im Quadrat plus 0 im Quadrat plus 2 im Quadrat, also die Quadratwurzel von 13. Der Cosinus von Gamma wird so berechnet und somit liefert der Taschenrechner den Wert für Gamma. Gamma beträgt ungefähr 69,20 Grad. Aber in der Zeichnung erkennen wir, dass der Winkel zwischen den zwei Dachflächen ein stumpfer Winkel ist und diese Formel liefert den Spitzenwinkel. Von 180 Grad müssen wir also diesen Winkel Gamma abziehen und somit finden wir den stumpfen Winkel, der gebildet wird durch diese zwei Dachflächen. Der Winkel beträgt 110,80 Grad. Um die Frage C zu beantworten, werden wir kartesische Gleichungen der Geraden GF bestimmen und hinterher überprüfen, ob die Koordinate vom Punkt C diesen zwei kartesischen Gleichungen genügt. Als kartesische Gleichungen der Geraden GF schreiben wir x minus auf gleich y minus auf gleich z minus auf. Hinter den drei Minuszeichen schreiben wir die Koordinate eines Punktes der Geraden GF. Ich habe den Punkt G gewählt mit Koordinate minus 3, 10, 3. Minus 3, 10, 3. Und als Nenner schreiben wir die Koordinate von einem Richtungsvektor der Geraden GF. Ich habe den Vektor GF gewählt, dessen Koordinate berechnet wird durch die Koordinate von F minus die Koordinate von G, also minus 2, minus 2,5, 3. Da die Koordinate vom Punkt C diese erste kartesische Gleichung der Geraden GF nicht erfüllt, kann der Punkt C nicht auf dieser Geraden GF liegen.